So, meine Freunde, und nochmal zu einem schönen Mittwoch. Hier ist nochmal der Tobi. Ich fahre jetzt meine Lieblingsstrecke in Lettland. Mal schauen, ob da nicht vielleicht endlich auch mal wieder ein Doppelsieg gelingt. Weil es kann ja wohl nicht mehr angehen, dass gar nichts mehr klappt. Es kann ja wohl nicht sein, nicht mehr sein. Nichts geht mehr. Das glaub ich einfach nicht mehr. Es kann's nicht sein. Und wenn, dann ist die Saison gelaufen, Pech. Da kann man eben nur hoffen, dass die nächste wieder besser läuft. Und vor allem auch mal hoffen, dass ich mal eine Saison erwische, wo keine CE-Fehler auftreten bei den Videos. Weil das ist ja auch nicht schön für euch und auch nicht für mich, wenn immer Rennen fehlen. Aber jetzt in Lettland erstmal viel Spaß im ersten Rennen. Was genauso scheiße laufen wird wie alles. Ich wünsch mir nur einen Doppelsieg wieder mal. Vor allem auch Punkte. Aber egal. Wird eh nichts mehr. Weil ich auch nur noch Fahrfehler einschleichen bei mir, verdammt nochmal.
Autsch. Das war gar nicht gut. Aber noch führen wir, meine Freunde. Noch bin ich in Führung. Oh, gerade noch gerettet. Aua! Ja, ich weiß. Ganz ohne Fahrfehler schaffe ich es nicht, meine Freunde. Aber jetzt! Gleich das erste Rennen gewonnen. Jawolski, so haben wir es gern. So will ich sehen. So und nicht anders. Nur bringt mir nichts mehr. Die Punkte kommen zu spät. Die Punkte kommen zu spät. Die Punkte bringen mir jetzt nichts mehr. So gesehen müsste ich jetzt jedes Rennen gewinnen, um vielleicht noch eine Chance zu haben, meine Freunde. Aber egal. Solange ich jetzt noch ein bisschen hocharbeiten kann in der Tabelle, wieder bin ich auch glücklich. Und ab ins zweite Rennen, meine Freunde. Das erste war ja super. Das haben wir gewonnen. Sogar mit 8 Sekunden Vorsprung. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Dass sowas kommt.
Die Kurve ist auch gemein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Da musste ich mal kurz auf die Bremse, das ist ja schief gegangen, meine Freunde. Aber ich versuche die 50 Punkte jetzt lieber mitzunehmen. Thank you.
Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Das hat Zeit gekostet, die ich nicht habe. Wie hoch Vorsprung ist scheißegal. Solange ich auf dem ersten bleibe. Ist mir der Vorsprung egal, wie hoch er ist. Die Kurve kostet auch Zeit, weil man so viel Gas runter muss. Yes! Ein Doppelsieg! So wollte ich es haben. Diese 50 Punkte gehören mir. Endlich mal wieder. Aber der Depp ist auch auf den zweiten gekommen. Auch nö. Hätte der nicht irgendwo sonst irgendwo hinkommen können, der Dorftrottel. Aber er führt auch nicht mehr in der Tabelle. Okay. Aber egal. Ich habe meinen Doppelsieg wieder mal wieder geschafft, den ich mir schon so lange gewünscht habe. Wenigstens das hat mal wieder geklappt. Wenigstens mal wieder ein Doppelsieg. Wenn ich jetzt noch ein paar Doppelsiege hole, vielleicht habe ich da eine Chance, nochmal hochzukommen ein bisschen. Naja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dieses Rennen, also mir persönlich hat es sehr gut gefallen, weil ich endlich mal wieder ein Doppelsieg war, dann gerne liken, kommentieren, denn Support ist bekanntlich kein Mord. Auch gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen ist. Und schaut auch gerne bei Pat der Maulwurf, Margo Kree, Lars vom Mindenplay und Punisher 12 Gaming vorbei. Das sind auch alle super gute Kollegen von mir. Und ich bin für dieses Rennen einfach raus. Ciao, Servus, bis bald, euer Kilian.